Moin Moin und herzlich willkommen zurück beim großen Preis von Malaysia. Sind wir jetzt im Training mit dem Virus? Jawohl, grüß dich Camillo, willkommen Leute hier auf Malaysia zum Play. Oh geil, oder geil? Sieht man, kann man so oder so sehen, dadurch, dass das letzte Rennen ja so für den Horst war hinterher, ne? Ja, da hat es mich erst rausgehauen, weil ich die Kurve zu spät gekriegt habe, weil ich eine Anzeige und dann haut es Camillo hinterher auch noch weg. Ja, was will man machen da? Na, wollen wir mal gucken. Jetzt müssen wir wieder Punkte einfahren hier, damit die uns die Mercedes nicht auf den Sack gehen. Diesmal Doppelsieg für Ferrari, das ist schon fest jetzt. Eieiei, wollen wir nochmal Wetterbericht gucken. Training bewölkt. Gut, das ist okay. Qualifying bewölkt. So, und jetzt kommt's. Großer Trommelwirbel. Und Rennen bewölkt. Sehr schön. Kein Regen. Wow, wir reisen gerade mit dem Wetter, anstatt gegen das Hätte mich Wetter. jetzt auch gewundert, wenn in der Wüste jetzt geregnet hätte. Das wäre scheiße gewesen. Wir haben trockenen Hals, entschuldigt bitte. 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in Hat 10 er nicht Minuten. gesagt. Ja, ist. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Am Arsch? Okay. Ja, dann wollen wir mal rausfahren. Oh, Wollen wir uns mal what die the? Strecke angucken. Eine breite Strecke, Digga. Eine breite, sehr breite Strecke. Ja, mag ja sein, schön, aber. Hol noch nicht alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz Oh. frisch. Fahr erstmal ein paar Die entspannte Strecke ist noch Runden. ganz frisch. Ich hab's schon auf der Minimap gesehen. Der hat. Hast du Pinball gespielt? Ja, da hat's mich. Jeff, sei ruhig! Das heißt, sei leise. Nee, sei ruhig, da reagiert er auch drauf. Die Strecke ist so breit und er kriegt es trotzdem hin, sich kaputt zu fahren. Alter, da hat's mich voll eingedreht, ey. Boah, ey, Ebonia. Boah, diese Strecke ist ja lang, Alter. Davon kriegen wir bestimmt 10 Runden. Jo, mal gucken, wie lang eine Runde ist, dann sehen wir es ja. Ach, die ist ja wirklich einfach zu fahren, so viel Platz, wie man hier hat. Alter, wo. Ich habe was. Das ist gerade so hoch, runter, hoch, runter. Du siehst gar nicht, wo geht's jetzt rechts rum? Ist eine steile Kurve? Ist ja keine steile Kurve. Musst du aufpassen beim Rausbeschleunigen, dass du dich nicht eindrehst. Ja, besonders bei diesen Höhenunterschieden, das ist ganz schlimm. Oh, Pöller mitgenommen, egal. Oh, bremst du! Ja. Die Kurve, wo du gerade bist, das ist, glaube ich, so die schlimmste. Ach, da haben die zwei von, alles klar. Eine der wenigen Strecken mit Doppelgegengerade, also das hier in der Gerade ist noch auf der anderen Seite auch nochmal. Bremsen und reinziehen. Oh, nice. Also hier, wenn hier ein Unfall, wer hier gegen die Wand fährt, du, da weiß ich es aber auch nicht. Hier hat man ja Platz ohne Ende. Nicht wieder eindrehen, sonst sau ich dir den Arsch voll. Okay, da hat der Camillo gepennt. Da wurde ich zu schnell, zu langsam. Ja, hier muss man echt aufpassen, ganz vorsichtig ans Gas gehen, sonst. Oh ja, und da habe ich's. Komm rum. Zeit verkackt. Geil. Ich freue mich mega. Was Besseres kann mir gar nicht passieren, dass ich mir jedes Mal so ein La Paloma ist schön. Oh, die Strecke ist so geil. Bis auf die Höhenunterschiede und das Rausbeschleunigen ist die Strecke echt gut. Ich traue mich nur noch nicht an den Stellen, wo man Vollgas geben kann, Vollgas zu geben. Na, geht doch. Eiszeit.
Bei vollen Drehern. Hauptsache eine Zeit. Das ist die einzige Zeit, die ich gerade habe. Boxenstopp. Ja, okay, wir können dich diese Runde reinholen. Deine Kurve muss ich aufpassen. Oh, damit ich mich da nicht wieder eindrehe, ey. Das ist zu kotzen, diese eine Stelle da. Oh. Und diese erste Kurve nach Start und Ziel, die ist auch kacke. Wollte ich den Wagen gerade vom Ausbrechen noch ein bisschen zurückhalten. Aber ansonsten lässt sich die Strecke echt gut fahren, hätte ich nicht gedacht, du. Da muss ich sagen, wenn er grün, da kannst du aber nicht, ey. Da dreht die voll weit nach außen, ey. Lüge, Lüge, Lüge. Sonnenschein. Na gut, das kommt ja auch darauf an, wie man in die Kurve fährt, ne? Ja, sag mal, dein Ernst, wieder an der Stelle, ey. Ich hab keinen Bock mehr, Alter. Du gehst mir echt auf den Sack, ey. Die Kurve ist tricky, ja. Boah. Weil es da berghoch geht, ist es echt. Hier rutsche ich auch jedes Mal ein bisschen. Das ist echt eine Arschlochkurve, kannst du sagen. Eine AK-Kurve. Ach, was soll? Oh Mann, damit ich nicht gegensteuern muss. Rück aus die Strecke, Mann. Los, los, los. Ich hatte plus 3 Sekunden Vorsprung. Jetzt geht das alles mal auf. Da vorne ist er ja. Oh, ich fahre ja in die Box von daher. Oh, mal gucken, wo ist es denn und wie schnell darf man hier fahren? Okay, die Boxeneinfahrt ist lang. Alles klärchen. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. Ach, hier ist erst das 80-Schild. Mann, ich gebe schon viel zu früh. Ja, das ist manchmal. Das hätten sie irgendwie mehr sichtbarer machen müssen, wenn man genau weiß, da und da. Aber auch die Box hier ist alles so großflächig angelegt, wohl. Ja, hör mal, Lasia, die haben richtig Geld für die Strecke ausgegeben, ey. Alles so mega breit? Die haben das Geld gehabt und die Strecke war richtig schön groß und breit und fett und dick und rund und... Naja, da hat ein Scheich mal wieder das Portemonnaie aufgemacht. Oh, hier kannst du aber nicht so durchfahren, wie hier grün ist, ey. Nicht, wenn ein Spoiler gelb ist, Alter, ohne nee, Scheiß. Nee, dann ist... Nee. Oh. Kommst du jetzt mal rum, danke. Ja, und Malaysia schön warm mit 27 Grad und 32 Grad Streckentemperatur. Jo. Oh, diesmal habe ich mich jetzt nicht gedreht. Gib mich mal das Tablet. Danke. Ah, komm, Elefantus. Jetzt nennt er ein Pferd schon Elefant. Guck an. Bereit. Oh, brech mir, Alter. Hol dir! Oh, jetzt ist der Spoiler auf einmal wieder grün. Okay. Das wird während des Fahrens repariert. Finde ich geil. Oh, auf dritten Verstappen, auf zweiten. Nee, nee, nee. Warte mal. Sauerei! Ich will Captain Nemo, ich will ins Unterseeboot, ich hab hier nichts mehr zu suchen. Ich bin Haupttaucher, Nemo. Alter. Jetzt hat diese Ausspielensee. Der Hamilton hat sich auch noch davor gemischt. Gut, dass es nur Training ist. Pass auf, ich habe das ungute Gefühl, der Bottas kommt auch noch. Quert, du bist ja ein lieber Quert, ne? Du lässt mich ja vorbei, ne, Quert? Danke, Danny. Danny. Boah, da musst du aber stark gegenlenken. Oh, Alter! Willst du doch wieder querstellen? Auf dieser Scheiß, das ist doch eine Scheißecke hier, ey. Naja, die ist so komplett zum Kotzen. Oh. Ich hatte so eine gute Zeit gerade in grün. Und dann kommt da dieser Leichte und ich konnte noch so eben wieder fangen, dass er nicht gegen die Wand zimmert, ey. Mhm. Oh, Arschlochvogel, ey. Oh, dann läufst du ja auch gleich auf Quert auf. Oh, ich hab vor mir Verstappen. Hau jetzt nochmal 100. raus, wenn ich das schaffe. Nee, das ist Quert vor dir.
Nein, es ist Verstappen. Den habe ich doch gerade überholt, den Quert. Man sieht hier oben links. Verstappen hinter mir und jetzt Hamilton. Ich will nicht wissen, wer hinter dir auf der Liste ist, sondern wer vor dir fährt. Ja, das war's, was ich gerade gesagt habe. Danke fürs Zuhören. Das ist also ein Spielfehler, weil ich mich gerade mit dem Quert umgeärgert habe. Ja, Spielfehler. Bei mir steht Hamilton vor mir auf Platz 2, aber es ist Quaid. Das ist doch egal, wer oben links steht. Ne, hör auf zu heulen. Geh, Intelligenz mit einer Gartenlaube gefressen, ey. Jetzt fängt's an zu regnen. Na, das gibt's doch nicht. Ist warum? Ja, komm, dreh dich rum, Alter. Mein Gott, er ist eine blöde Fragerei und auch noch diesen Stress mit diesem Quaid-Kack-Ding da. So, komm. Hülki, machst du Platz? Hab ich dreckige Reifen. Aber hier auf der Strecke kann man echt gut überholen. Ne, die Rundenzeit war nix, dann probieren wir das doch gleich nochmal. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Oh, da ist Hamilton, sag ich doch. Hinter mir wird Verstappen angezeigt, obwohl der Hamilton steht. Geil! Das Spiel läuft ja heute richtig rund. Wie gesagt, was links oben steht, ist ja wurscht. Ach, der fährt auch rein. Fährt durch mich durch, alles klar. Na, ja, jetzt wird es Strecke nass, jetzt kann man es vergessen. Boxenstopp. Jo, jetzt merke ich auch, Alter. Gut, dass ich gerade reinfahre. Jo, das regnet schon eine halbe Minute lang oder so. Ja, komm. Und einmal gedreht. Dann fahren wir jetzt ganz vorsichtig Richtung Box. Eine Rundfahrt, die ist lustig. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja. Eine Rundfahrt, die ist schön. Die Strecke ist frei, 9 von 20. Aber ich habe jetzt auch einen vierten, aber das ist nur das Training. Von daher werde ich mir jetzt auch keinen... Mann, ich bin doch gar nicht so weit weg von denen. Alle auf 1,40, ey. What the fuck? Naja, ich will mal hoffen, dass gleich im Quali wieder trocken ist. Alter, ich bin aber ziemlich nah dran am Bottas, ey. Mann! Ja, und mal hoffen, dass du noch vorbeikommst. Ja, sehen wir dann im Quali. Na, da vorne ist die rettende Einfahrt. Juhu. Ja, Quert fährt auch rein, klar. Es regnet, jetzt will auch keiner mehr mit. Boah, ey, da fährt es echt wie auf Schmierseife. Schlimm. Oh ja! Jo, jetzt fängt's richtig an. Ja, schiebt. Okay, alles klar, los geht's. Mal gucken, ob sich da jetzt wieder was geändert hat. Nee, ist alles noch bleibend. Hä? Live-Übertragung. Ja, jetzt wenn die alle auf Intermediate wechseln müssen, dann werden die Zeiten eh nicht mehr besser. So, Camillo scheint wohl drinnen zu sein. 5 von 20 draus, Strecke ist frei, ich guck einer an. Ah, ja. Die Zeiten werden jetzt nicht mehr besser. Also. Gut, meine Freunde, würde ich sagen, dann sehen wir uns im Qualifying wieder. Macht's gut. Tschüss.